Staub und Schutt. Im Wüstengebirge von Theben West forschen Männer mit großer Ausdauer und Geduld nach Spuren der Vergangenheit. Diese anstrengende Arbeit war ein bedeutender Schritt zur Rettung des Nefertari-Grabes. Im Tal der Königinnen wurden Überreste von Gegenständen gefunden, die einst zum Leben der außergewöhnlichen und dort begrabenen Königsgemahlin gehörten. Begleiten Sie ein internationales Team von Wissenschaftlern auf eine Reise in die Vergangenheit. Lernen Sie die Restaurierungstechniken kennen, durch die das berühmte Nefertari-Grab der Nachwelt erhalten blieb. Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten ist die Grabanlage nun auch wieder für Touristen zugänglich. Nun aber zum Anfang des abenteuerlichen Projekts. Der ägyptischen Grenze zum Sudan erheben sich die kolossalen Felsentempel von Abu Simbel. Ramses II. Ließ sie während der glanzvollen Epoche des Neuen Reiches, etwa 1300 Jahre vor Christus, aus dem Felsmassiv schlagen. Als mächtiger und vergöttlichter König wurde er in Form von riesigen Statuen verehrt. Hier in Abu Simbel offenbart die imposante Fassade auch die besondere Position seiner Gemahlin, die in kleinerem Maßstab neben ihm dargestellt ist. Nefertari, um deren Willen die Sonne erstrahlt. Ein paar hundert Meter östlich seines eigenen Tempels ließ Ramses einen zweiten zu Ehren Nefertaris errichten. Nur wenigen Königsgemahlinnen Ägyptens wurde eine solche Sonderstellung zuteil und von kaum einer gibt es Bildnisse, die in der Größe mit denen ihres Mannes vergleichbar sind. Trotz dieser Ausnahmestellung verschwand Nefertari nach ihrem Tod im Dunkel der Geschichte. Bis im Jahr 1904 italienische Ägyptologen 700 Kilometer nördlich von Abu Simbel im Tal der Königinnen auf ein Grab stießen. Was sie entdeckten, zählt zu den schönsten und berühmtesten Kunstwerken Ägyptens. Es handelt sich um das atemberaubende Grab der Nefertari. Als die Forscher das bereits in der Antike geplünderte Grab betraten, fanden sie nur noch Reste des Sarkophagdeckels. Auch wenn die Wandmalereien schwer beschädigt waren, überwältigte sie die Pracht der farbigen Bilder und sie fertigten sofort Fotografien davon an. Einer der Wissenschaftler, Ernesto Schiaparelli, sagte später, nie zuvor Malereien von solch hoher Qualität gesehen zu haben. Ciò non meno, in quella parte che è la maggiore, nella quale le decorazioni rimanevano intatte. Wo die Dekorationen noch unversehrt sind, stellen die Figuren, die lebhaften Farben, die Großartigkeit und Sicherheit des Stils das Schönste dar, was die ägyptische Kunst hervorgebracht hat. Das Grab gehört nicht nur einer bedeutenden Königin Ägyptens, sondern ist auch von einzigartiger Schönheit. Sowohl im Hinblick auf seine Architektur, seine Lage, als auch wegen der Malereien und Inschriften, die seine Wände vollständig bedeckten.
Die hohe Qualität der Malereien wurde erreicht, indem man die Farben nicht direkt auf den grobkörnigen Felsen auftrug, sondern die Wände zuvor mit feinem Nilschlamm und einer dünnen Schicht hellem Stuck überzog. Diese Grundierung bereitet bis heute große Probleme, weshalb das Grab geschlossen und dauerhaft nur Experten zugänglich war. Es konnte lange Zeit nicht geklärt werden, warum große Teile des Verputzes einfach von der Wand fielen und so ganze Bildabschnitte zerstörten. Der vollständige Verlust eines unersetzlichen Kulturgutes drohte. Doch dann schufen Experten Abhilfe. Ein italienisches Restauratorenteam hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die über 3000 Jahre alten Malereien zu retten. Sie waren bereits zuvor an der Restaurierung berühmter Renaissance-Fresken, so namhafter Künstler wie Giotto und Mantegna, beteiligt gewesen, doch nie zuvor hatten sie ägyptischen Boden betreten. Die Wissenschaftler machen sich auf den Weg zu ihrer Arbeitsstätte. Mehrere Jahre werden sie in Ägypten leben und arbeiten. Diese Experten werden diejenigen sein, denen die Nachwelt die Rettung einer der sehenswertesten Malereien verdankt, die das antike Ägypten erschaffen hatte. Das Team steht unter der Führung von Laura Mora und ihrem Ehemann Paolo, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Restaurierung in Rom, der auch die Kampagne vor Ort betreut. Früh am Morgen setzt die Fähre von Luxor über den Nil. Wie im Altertum ist dies die einzige Möglichkeit, den Fluss an dieser Stelle zu überqueren. Auch im alten Ägypten lag die Stadt der Lebenden auf der Ostseite Thebens, von wo aus die Verstorbenen ihre Reise über den Fluss bis zu ihrem Grab auf der Westseite antraten. Vom Landungssteg der Fähre fährt man etwa 10 Minuten durch Dörfer und entlang an Feldern zum Nefertari-Grab im Tal der Königinnen. Im Team von Paolo Mora arbeiten einige seiner ehemaligen Studenten, Kunsthistoriker, die sich auf Restaurierungstechniken spezialisiert haben. Paolo Mora, einer der weltweit anerkanntesten Restaurierungsexperten, ist eigentlich Architekt. Auch wenn wir selbst keine Wissenschaftler oder Künstler sind, haben wir jederzeit die Möglichkeit, uns mit Kunsthistorikern, Archäologen und anderen Restauratoren zu beraten. Der Arbeitsweg der Restauratoren führt an den Memnonskolossen vorbei, die noch heute die Straße zum Tal der Königinnen säumen. Es ist nicht leicht, genau zu beschreiben, was einen guten Restaurator ausmacht. Er sollte zeichnen und malen können und das richtige Gespür für die Dinge haben. Er braucht außerdem ein sicheres Auge für Farben und besonders detaillierte Kenntnisse über die Objekte, an denen er gerade arbeitet. Er sollte auch etwas über ihre Herstellungsweise und Bedeutung wissen. Das Projekt wird vom Getty Conservation Institute finanziert, dessen Direktor der Mexikaner Miguel Angel Corzo ist. Beim Nefertari-Projekt begannen wir zunächst damit, unsere Zielvorstellungen zu konkretisieren. Das Wichtigste war, die Ursachen für den Zerfall der Wandmalereien im Grab zu ermitteln. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse waren hilfreich bei der späteren Arbeit
an der sich Spezialisten aus zahlreichen Ländern beteiligten. Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten, Mexiko, Spanien, Deutschland, Italien und Japan widmeten sich zusammen mit den ägyptischen Experten der Rettung dieses außergewöhnlichen Kulturdenkmals. Die Bedingungen vor Ort erschweren die Arbeit. Stickige Luft bei Temperaturen von bis zu 32 Grad. Höchste Priorität hatte zunächst die Stabilisierung des Grabes, um dessen weiteren Verfall zu stoppen. Dabei stellen frühere Restaurierungsarbeiten ein besonderes Problem dar, da sie zum Teil unsachgemäß durchgeführt wurden. Am schwierigsten ist es, das zu entfernen, was in früherer Zeit den Kunstwerken von Restauratoren hinzugefügt wurde. Denn man muss dabei sehr, sehr vorsichtig sein. Schützendes Gewebe, das einst auf die Stuckschicht aufgetragen wurde, um sie zu festigen und an Ort und Stelle zu halten, erwies sich als zu schwer und steif. Das Material richtete deshalb mehr Schaden an, als dass es nutzte. Es wird zunächst durch sehr viel feineres Japanpapier ersetzt, dessen Fasern eine bessere Absorptionsfähigkeit und Elastizität aufweisen. Zehntausend Streifen Japanpapier müssen für die ersten Sicherungsmaßnahmen geschnitten und fixiert werden. An einigen Stellen sind die Wände mit steifen Gazestreifen bedeckt, die direkt auf die Farben geklebt wurden. Stephen Rickaby vom Courtauld-Institut in London benutzt ein spezielles Lösungsmittel, um die alten Streifen zu entfernen. Kleinste Fehler können dabei schwerwiegende Folgen haben. Ich bin gerade dabei, Lösungsmittel auf die alten Gazestreifen aufzutragen, um sie aufzuweichen, ohne den umliegenden Verputz in Mitleidenschaft zu ziehen. Dann muss man versuchen, winzige Stücke Gaze abzuziehen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich der Verputz nicht lösen darf, da dies zu großen Problemen führen würde. Wenn man an Malereien wie denen im Nefertari-Grab arbeitet, hat man keine Zeit, über deren Alter nachzudenken. Aber dann und wann, wenn ich einen Teil geschafft habe, lehne ich mich zurück, atme tief durch und denke, 3000 Jahre alt. Mehr als 150 Quadratmeter Wandoberfläche mussten konserviert werden. Es war von vornherein klar, dass dies aufgrund schwierigster technischer Probleme mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde. Insgesamt beeindruckte mich das Grab enorm, doch ich war mir über seinen Zustand im Klaren. Wir sahen ein großes Problem auf uns zukommen. Auf normalem Wege war es nicht zu lösen, insbesondere wegen der unterschiedlichen Materialien, der ständigen Temperaturschwankungen. Die Gegebenheiten waren einfach schwierig. In vielen Teilen des Grabes platzt der Stuck vom Felsen ab. Hier wird Epoxidharz zwischen die Ritzen gespritzt und anschließend der abgelöste Stuck leicht angedrückt.
Die Decke der Grabkammer ist mit vielen Sternen bemalt, die einen Nachthimmel darstellen. Mora bildet sehr engagiert junge Restauratoren in seinen Methoden aus. Es gibt verschiedene Gesteine und dazu noch mehrere Stuckauflagen, die zum Teil weiß getüncht und anschließend bemalt wurden. Und manchmal finden wir kleine Hohlräume zwischen den Schichten. Dank seiner großen Erfahrung kann Paolo Mora allein durch Klopfen an der Wand vorhandene Beschädigungen erkennen. Das ist ziemlich einfach. Hier ist ein Hohlraum zwischen Felsen und Stuck. Hier an der weißen Tünche und hier unter der Bemalung. Darunter sitzt der Mörtel direkt auf dem Felsen. Nachdem Paolo Mora das genaue Ausmaß der Beschädigung ermittelt hat, wird an der entsprechenden Stelle Kunstharz injiziert. Zehntausende solcher Einspritzungen sind notwendig, um kleinere Ritzen auszufüllen und die lose Oberfläche zu befestigen. Die ägyptischen Restauratoren arbeiten Hand in Hand mit ihren europäischen Kollegen. Der Austausch von Ideen und Erfahrungen ist angesichts der schwierigen Aufgabe sehr wichtig. Einige Monate bevor Mora und sein Team mit der Arbeit begannen, wurde eine Studie durchgeführt, um die Ursachen der Beschädigungen zu ermitteln. Das sind Risse in der Mitte. Es ist wirklich erstaunlich, wir haben nur in diesem Bereich Risse. Die Zerstörungen rühren keinesfalls von Grabräubern und auch nicht von irgendwelchen Naturkatastrophen wie zum Beispiel Erdbeben her. Die einzige Ursache ist das Salz. In den Kalkstein dringt Wasser ein, wodurch sich zwischen der Stuckschicht und dem Gestein Salzkristalle bilden, die den bemalten Verputz von der Wand drücken. Hier sind die Salzkristalle. Wunderschön, aber gefährlich. Dieser hier war besonders schwer zu entfernen. Wegen seiner Form nennen wir ihn Manhattan. Das Getty Conservation Institute befindet sich in Los Angeles, Kalifornien. Es hat sich die Erhaltung des Weltkulturerbes zur zentralen Aufgabe gemacht. Hier werden viele Laboruntersuchungen durchgeführt. Frank Preusser, wissenschaftlicher Direktor des Instituts, erklärt: Der Grund für die starke Zerstörung des Grabes ist das Ausblühen des Salzes, das den Stuck und die Farbschicht abplatzen lässt. Ein internationales Expertenteam verschiedenster Fachrichtungen hat dieses Phänomen untersucht. Das hier sind Proben der Salzkristalle aus dem Grab. Diese aus dem Fels, dem Stuck und der Farboberfläche gewonnenen Proben wurden unter einem Elektronenmikroskop untersucht. Ein Gerät gleichen Typs hat man auch bei der Analyse erster Gesteinsproben vom Mond verwendet. Die Untersuchungen sollten darüber Auskunft geben, wo genau sich die Salzkristalle im Stuck und in der Bemalung gebildet haben. Das Salz selber haben wir auch untersucht. In dieser Probe vom Stuck haben wir kristalline Substanzen gefunden. Und zu unserem großen Erstaunen haben wir im Stuck selbst kein Salz entdeckt. Also haben wir weitere Untersuchungen durchgeführt.
und die bemalten Schichten auf Sodiumchlorid getestet. Ergebnis der Untersuchung war, dass das Salz nur zwischen dem Fels unter der ersten Stuckschicht sowie auf der Farbfassung vorhanden ist. Dieses Phänomen haben wir mit vielen Kollegen diskutiert und verschiedene Theorien über die Ursachen der Ausblühungen entwickelt. Anfangs hielten wir gelegentliche Regenfälle für die Ursache. Omar Marvini, ein ägyptischer Kollege, vertritt die Auffassung, dass diese Beschädigungen bereits in der Bauphase des Grabes entstanden sind. Wir teilen mittlerweile seine Meinung, dass das Salz bereits beim Aufbringen der feuchten Stuck- und Bemalungsschicht ausgeschwemmt wurde. Dieser Theorie zufolge ist das Salz schon in antiker Zeit an die Oberfläche getreten. Das im Stein natürlich vorhandene Salz reagierte direkt auf den sehr feucht aufgetragenen Stuckbelag. Man kann auch noch kleine Fehler der antiken Maler sehen. So wurde zum Beispiel die Farbe extrem dick aufgetragen und bildete dann Tropfen. Lose Pinselfasern verblieben achtlos auf der Wand. Und an dieser Stelle finden wir noch Abdrücke der Fingernägel eines Arbeiters, der nicht wartete, bis die nasse Stuckschicht getrocknet war. Eine der schönsten Szenen. Eine der großartigsten. Im besten Zustand. Nach allem, was man bisher weiß, hatte Nefertari nicht besonders viel Glück mit der Wahl ihrer Grabanlage, da hier nur sehr schlechter Kalkstein vorhanden ist. Je tiefer man kommt, umso höher wird der Salzgehalt. Hier in der Grabkammer selbst ist die Zerstörung am weitesten fortgeschritten. Ahmed Kadri, seit 6 Jahren Leiter der antiken Dienstverwaltung, besucht das Grab regelmäßig. Bei früheren Restaurierungen wurden ganze Stuckflächen vom Fels gelöst und anschließend auf einen neuen Träger aufgebracht. Paolo Mora hat in Absprache mit der antiken Dienstverwaltung dieses Verfahren als zu bedenklich befunden. Zudem würde dies den Gesamteindruck des Grabes erheblich verändern. Es ist unumstritten, dass jedes noch so aufwendige Verfahren gerechtfertigt ist, um die einzigartigen Malereien im Grab der Königin zu retten. Doch was wissen wir über Nefertari, jene Frau, deren Bildnisse die Menschen bis heute faszinieren? Sicher kam ihr eine Bedeutung zu, die nur wenige königliche Gemahlinnen vor und nach ihr besaßen. Ihr Name bedeutet, der die Schönheit zu eigen ist, und spielt vielleicht auch auf ihr Äußeres an. In Abu Simbel besitzt Nefertari, deren Herkunft und Kindheit im Dunkeln liegen, einen eigenen Tempel. Hier genießt sie zusammen mit der Göttin Hathor kultische Verehrung. Der Tempel wurde im 24. Regierungsjahr ihres Gemahls Ramses II. Eingeweiht. Die dort an den Wänden angebrachten Reliefs zeigen Nefertari, wie sie von den Göttinnen Hathor und Isis gekrönt wird. Neben Nefertari ehelichte Ramses noch eine zweite Hauptfrau namens Isis Nofret und weitere Nebenfrauen. Doch keine erreichte Nefertaris Ruhm. Sie gebar Ramses das erste Kind, den Prinzen Amun-Herr-Chepeschef. Zeit ihres Lebens war es Nefertari, die auf den Darstellungen an Tempelwänden und Statuen neben ihrem Gemahl an religiösen Zeremonien teilnahm.
Nefertari begleitete Ramses auch bei dessen Amtsgeschäften, die in den frühen Jahren vor allem mit den zahlreichen Bautätigkeiten in ganz Ägypten verbunden waren. Vor allem im thebanischen Raum trat sie dabei in Erscheinung, wie hier im Luxor-Tempel Amenophis III. Ramses ließ die Anlage durch neue Höfe und einen Pylon erweitern. Nefertari erscheint zusammen mit Ramses bei den kultischen Feierlichkeiten zum Menfest und Inschriften preisen sie als Gebieterin aller Länder, die die Herzen veranlasst, in Freude zu sein. Man lebt durch das Hören ihrer Stimme. Die Ära Ramses II. War geprägt von Stabilität und Wohlstand. Außenpolitische Spannungen mit dem Großreich der Hethiter gipfelten 1275 vor Christus in der berühmten Schlacht von Kadesh. Auf zahlreichen Tempelwänden ließ sich Ramses als Sieger dieser Auseinandersetzung darstellen. Nach Abschluss eines Friedensvertrags sandte Nefertari Geschenke und einen Brief an die hethitische Königin. Mir, deiner Schwester, geht es gut, meinem Lande geht es gut. Möge der gute Frieden gedeihen zwischen dem König von Ägypten und dem Großkönig des Landes Hatti, seinem Bruder. Der Sonnengott Ägyptens und der Wettergott von Hatti werden dein Haupt erheben. Als Nefertari starb, war sie wohl kaum älter als 40 Jahre. Die Arbeiten an ihrem Grab dürften zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits weit fortgeschritten gewesen sein. Im ersten Raum wird Nefertari von den verschiedenen Göttern im Jenseits empfangen, während Darstellungen aus dem Totenbuch ihr ewiges Leben auf magische Art sicherstellen sollten. Hier spielt Nefertari ein Senet genanntes Spiel, das sehr beliebt war. Der Gott Khepri mit einem Kopf in Form eines Skarabäus symbolisiert die morgendliche Wiedergeburt der Sonne. Auf dieser Darstellung bringt Nefertari dem Gott Ptah von Memphis ein Leinenopfer dar. Das grüne Gesicht des Gottes spielt auf seine regenerative Kraft an. Der ibisköpfige Tod gilt als Gott der Schreiber. Nefertari empfängt von ihm eine Schreiberpalette sowie ein Wassergefäß. Hieroglyphen titulieren sie als große königliche Gemahlin und Herrin beider Länder. In der Kartusche steht ihr Name Nefertari mit dem Zusatz geliebt von der Göttin Mut. Diese ist die Gemahlin des Reichsgottes Amun. Weitere Beischriften bezeichnen die Königin als gerechtfertigt und damit als ins Jenseits eingegangen. Von den sieben heiligen Kühen erbittet sie Nahrung, von dem sie begleitenden Stier Fruchtbarkeit. Die vier Ruder darunter symbolisieren die Himmelsrichtungen. Der Sarkophag mit dem Leichnam der Königin stand in der zweiten Kammer zwischen vier Pfeilern, auf denen viermal der Totengott Osiris sowie weitere Götter und Göttinnen erscheinen. Auf
Auch wenn alle Darstellungen Nefertaris der strengen Formensprache ägyptischer Kunst unterliegen, umweht ihr Antlitz ein Hauch von ewiger Schönheit und Anmut. Nach 6 Monaten waren die dringendsten Vorarbeiten im Grab abgeschlossen und die eigentliche Restaurierung konnte beginnen. Nahe dem Grab wurde im ehemaligen Thomas Cook Rasthaus ein Feldlabor mit Klimaanlage eingerichtet, das erste seiner Art in Ägypten. Hier werden die Untersuchungen und Analysen der Proben vor Ort durchgeführt und gleichzeitig erhalten Studenten und angehende Restauratoren hier ihre Ausbildung. Mit Beginn der eigentlichen Restaurierung stellte sich natürlich die Frage, wie stark die Maßnahmen das Grab verändern. Unser Ziel ist die Konservierung, weniger die Restaurierung oder gar Rekonstruktion. Es geht darum, etwas für künftige Generationen zu bewahren. Größtmöglicher Erhalt bei kleinstmöglichen Eingriffen. Man weiß nun, dass Salzkristalle das größte Problem darstellen. Somit müssen diese also zuerst entfernt werden. An einigen Stellen lassen sie sich leicht per Hand abkratzen. In anderen Bereichen des Grabes treten die Kristalle aber in solchen Mengen auf, dass sie den Verputz von der Wand wegdrücken, sodass er in großen Stücken abzufallen droht. In einem solchen Fall wird der Verputz mit dünnem Polyamidgewebe überklebt und anschließend mit Streben aus verschäumtem Polyurethan verstärkt, bevor man ihn Stück für Stück von der Wand lösen kann. Entlang feiner Haarrisse wird die betroffene Partie herausgeschnitten und vorsichtig abgenommen. Das ist immer ein sehr schwieriger Vorgang. Die Polyurethan-Verstärkung lässt sich später problemlos wieder abnehmen. Von dem freigelegten Fels entfernt man nun lose Steine und Salzkristalle. Der abgenommene Verputz wird auf der Rückseite ebenfalls gereinigt. Wenn die Stücke nun wieder in die Wanddekoration eingepasst werden, nimmt man als Mörtel Material, das aus der Entstehungszeit des Grabes stammt. Seit 3000 Jahren löst sich Verputz von den Wänden, der sorgfältig aufgesammelt, gesiebt und gewaschen wird. Zu feinem Pulver zerrieben und mit isolierenden Stoffen angereichert, kommt er dann erneut als Mörtelverputz an die Wände des Grabes. Dieser speziell zusammengesetzte Mörtel muss genau gemischt werden. Zu dem Pulver aus altem Verputz gibt man speziellen Gips und eine Gummilösung. Der Mörtel darf nur wenig Wasser enthalten, um die Salzkristalle nicht zu reaktivieren.
In der Grabkammer sind die abgenommenen Verputzplatten mittlerweile gesäubert. Die offenen Bruchkanten festigen Kunstharzinjektionen. Mörtel wird vorsichtig zur Festigung an bestimmten Stellen hinter den Verputz aufgetragen. Kleine Polster üben sanften Druck auf die Verputzplatten aus, bis sie trocken sind. Das alles mutet sehr altmodisch an, ist aber äußerst effektiv. Das Druckpolster bleibt nun für 2 bis 3 Tage an der Wand. Abschließend wird eine spezielle Mörtelschicht auf die Wand aufgebracht, bevor man die entnommene Verputzplatte wieder an Ort und Stelle anbringt. In vielen Bereichen ist die Zerstörung bereits so weit fortgeschritten, dass andere Methoden notwendig sind. Größere Löcher werden mit Bruchsteinen gefüllt und anschließend verputzt. Die oberste Stuckschicht erhält eine spezielle Musterung, um die moderne Restaurierung deutlich zu machen. Dort, wo die zerstörten Flächen kleiner sind, kann neue Farbe auf den Verputz aufgetragen werden. Der Unterschied zwischen Konservierung und Restaurierung wird hier besonders deutlich. Auch wenn grundsätzlich Einigkeit darüber besteht, keine Szene nachzumalen, wendet Paolo Mora eine Technik aus der Restaurierung italienischer Kunstwerke an, die als Tratteggio, abgeleitet vom italienischen Tratto, eine gerade Linie bezeichnet wird. Sie zielt weniger auf neue Farben, als vielmehr auf einen visuellen Effekt ab. Die verschiedenen Farben, die sich am ehesten mit herkömmlicher Wasserfarbe vergleichen lassen, können später, falls die Methode sich als unpassend herausstellt, leicht wieder entfernt werden. Statt eine Fläche ganz mit einer Farbe auszufüllen, werden mit dem feinsten Pinsel viele dünne Linien unterschiedlicher Farben parallel nebeneinander gesetzt. Lorenza D'Alessandro erklärt die Technik anhand eines Porträts der Nefertari, an dem sie gerade arbeitet. Ich benutze gerade Schwarz, Grün und Blau. Ich fange mit ziemlich hellen Farben an und erreiche schließlich diesen Ton. Ich benutze sehr feine Pinsel und eine Art Lineal, sodass präzise vertikale Linien entstehen. Musik
Lorenza beginnt, einige dünne, schwarze Linien zu zeichnen. Anschließend füllt sie die Zwischenräume mit grünen Linien. Dann fügt sie noch blaue Linien hinzu, um dem Originalfarbton so nah wie möglich zu kommen. Dieser Testabschnitt wurde speziell für die ägyptischen Fachleute restauriert, damit sie die Ergebnisse prüfen können. Eventuell lassen sich die anderen beschädigten Partien dieser Malerei genauso behandeln. Schon jetzt sieht man den gewünschten Effekt. Tritt man nah an die Wand heran, erkennt auch das ungeübte Auge die angewandte Trateggio-Technik. Tritt man jedoch etwas zurück, verschwimmt der neue Farbton optisch mit den Originalfarben und erzeugt einen harmonischen Gesamteindruck. Die Verwaltung der ägyptischen Altertümer wollte das Grab unbedingt wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Doch vorher musste noch ein Problem gelöst werden, das den Experten Kopfzerbrechen bereitete: das plötzlich deutlich schnellere Verblassen der antiken Farben. Um die Ursache dafür zu finden, konsultierte das Getty-Institut japanische Experten. An der Universität von Tokio gibt es einen Fachbereich, der sich mit Fragen der Konservierung beschäftigt. Hier lagern archivierte organische Proben, vor allem Pilze, von historischen Monumenten aus der ganzen Welt. Professor Hideo Arai arbeitete von Beginn an mit im Team des Getty-Instituts. Als Biologe hat er sich auf die Analyse der Umweltbedingungen antiker Stätten spezialisiert. Am ersten Tag des Projekts betrat er das Grab allein, um eine komplette Probenserie zu entnehmen. Er fand Anzeichen für eine erhöhte Feuchtigkeit. Aber weitaus erschreckender war, dass sich die Anzahl der Pilze und Mikroorganismen während der 3 Tage seiner Anwesenheit im Grab nahezu verdoppelte. Gab es einen Zusammenhang mit dem Verblassen der Farben? Ich entdeckte, dass die Feuchtigkeit im Nefertari-Grab das Wachstum von Mikroorganismen beschleunigte, was zur dunklen Verfärbung der blauen Deckenbemalung führte. Also legten wir eine Probe des Verputzes in einen Brutkasten und stellten fest, dass die Pilze dort optimal gediehen. Was also passierte war, dass wir lebende Organismen, die seit Nefertaris Zeit latent dort lagerten, reaktivierten. Wenn man Gräber wie das der Nefertari für die Allgemeinheit öffnen will, so kann dies nur unter kontrollierten Bedingungen und ständiger wissenschaftlicher Beobachtung geschehen. Wir versuchen, Richtlinien zu erarbeiten, die das gewährleisten. Der Schutz des Nefertari-Grabes und seiner atemberaubenden Malereien machte eine Beschränkung der Besucherzahlen erforderlich. Weitere Schäden an den Wänden mussten vermieden werden. Im Verlauf der Arbeiten wurde jeder Quadratzentimeter der Wanddekorationen fotografiert. Bis zu diesem Zeitpunkt umfasst das Archiv 3000 Dias, die zugleich jeden Fortschritt der Arbeiten belegen. Let's go.
Die bemerkenswerte Leistung, die am Nefertari-Grab erzielt wurde, hat zweifellos Modellcharakter für zukünftige Projekte. The conservation of the wall paintings in the tomb of Nefertari. Der Erhalt der Wandmalereien im Nefertari-Grab war nicht nur eine Herausforderung für die Restauratoren. Das Projekt wurde von der ägyptischen Altertümerverwaltung und dem Getty Conservation Institute ausgewählt, weil die Verfallserscheinungen in diesem Grab auch typisch sind für viele weitere Gräber des Neuen Reichs in dieser Region. Das Projekt ist deshalb für uns mehr als nur eine Herausforderung. Vielmehr geht es darum, Grundlagen zu schaffen, um Forschungsergebnisse, die bei der Arbeit am Nefertari-Grab gewonnen wurden, auch für andere Gräber im Tal der Könige nutzbar zu machen. Dieses einzigartige Projekt zur Rettung der Malereien im Nefertari-Grab konnte 1992 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Anlage mit ihrer außerordentlichen Ausstattung zählt seitdem zu den attraktivsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. Mehr zu Kultur und Geschichte des alten Ägypten sehen Sie in der nächsten Folge von Ägyptomanie.